Moin Moin und willkommen zurück zu diesem schönen Let's Show von Mario Sports Mix. Heute hatten wir, also wir hatten die vorletzte Folge Basketball, davor, danach hatten wir Hockey und heute geht's ins Völkerballspiel. Oh, Völkerball. Ja, das war noch Zeiten, ne? Ja. Ja. So. Aber ich bin damals gut ausgewichen. Ja, wir waren eigentlich die perfekten Ausweicher. Aber nicht die guten Werfer. Nein, wir waren immer lange drinnen, aber haben es nicht geschafft, andere wieder irgendwie, aber andersrum. Wenn du als letzter Mann ja die rettende Person bist, wir können ja erstmal spielen. Können wir ja drauf eingehen. Schon wieder Wario, das gibt's nicht! Das ist so unser Glückstag. Wario ist der Beste. Wie gesagt, das ist das Allround-Team. Ich meine, der kann sich platt machen, der kann. Ich glaube, er konnte sogar fliegen, wenn er von der Hornisse gestochen wurde. Sehr schön. Aber ehrlich gesagt, bei dem Paket ist er nur ein Kraftpaket. Also bei dem Modus. Er wird nur als Kraftpaket genannt. Also Mario und Luigi. Vielleicht bricht er ja jemanden den Hals mit dem Volleyball. Entschuldigung, Völkerball. Völkerball. So. Nee, das Spiel heißt Völkerball, aber geworfen wird, glaube ich, mit dem Volleyball. Es sieht sehr dem Volleyball ähnlich, würde ich sagen. So. Wir hatten ja immer diese grässlichen Stoff- oder Schaumstoff. Dinger, die in Zeitlupe geflogen sind. Ja, stimmt. Erst recht von diesen ganz, ganz tollen, ich kann so toll werfen, Profis. Deswegen sind wir vielleicht auch so gut ausgewichen. Weil sie so langsam waren? Ja, weil sie so langsam waren. Das hat also nichts mit unserer hervorragenden Reaktionszeit zu tun, sondern einfach nur was damit, dass die Gegner zu langsam werfen konnten. Oh yeah. Das will ich nicht akzeptieren. Yeah. Wir sind spitze ausgewichen. Naja. Ja. Gucken wir mal, ob die das auch schicken. So. Mit dem Pömpel, ich glaub's nicht. Ja, doch. So, die Yoshis sind die, Yoshis? Ja. Oh. Hinten. Sehr schön. Wir haben keine Yoshis. Also, jetzt sehe ich ihn. Der hat Tarnfarben. Ja, komm. Da. Ah. Das ist natürlich auch möglich, den Ball noch zu retten. Kennt man davon damals auch noch vom Völkerball. Oh, ich habe ihn geärgert, hast du das gesehen? Nein, mach's nochmal. Ich habe im Po gewackelt. So. Das ist aber schön. Ja, das ist dämlich. Das ist selten dämlich. Sag mal, war die Regel nicht ursprünglich, wenn du getroffen wirst, fliegst du raus und musst von außen mitwerfen? Ja. Oder ist das bei diesem Spiel nicht so? Nee, bei diesem ist es ein bisschen anders. Bei dem hast du mehr Lebensenergie. Ja, je nachdem, wie oft du getroffen wirst. Dann verschwindet man einfach in der Bildfläche, oder? Nein, man geht dann wie beim normalen Völkerball einfach an der Seite, ans blaue raus. Ah. Gehalten. So, man hat auch nur eine bestimmte Zeit, weil beim normalen Völkerball hast du ja auch keine bestimmte Zeit. Wie man den Ball halten darf, oder was? Richtig, da unten in der Ecke an der linken Seite siehst du die Zeit, wie lange die noch Zeit haben, das überhaupt zu werfen. Okay, und unten rechts haben wir die Rundenzeit. Genau, wie viel Zeit noch überhaupt in der Runde offen ist. Ja, und dann gibt es natürlich auch Münzwürfe, die machen das halt alles stärker. Tut das nicht weh, mit Münzen zu werfen? Ich weiß nicht. Also ich hab's Gott sei Dank noch nie miterleben müssen. Ja auch nicht, besonders bei der Größe, das Metall. Oh, der hat ihn erwischt. Er hat den Rücken erwischt. So, wo sind wir hier denn? Bei Mario Kart? Ja, fast. Auf jeden Fall ist das auch so, wenn der. Man kann auch bis auf die andere Seite rüber. Also man kann zum Beispiel durch den Team Jump auf die. Genau, auf die andere Seite rüberspringen. Man darf aber von dieser Seite aus nicht werfen. So, dann gibt es hier die Waluigi Superattacke. Ich finde die am genialsten. Ich finde den Charakter überflüssig und lieblos gestaltet. Er war einfach nur noch ein weiteres Gegenstück zum Mario-Luigi-Duo. Aber wirklich Mühe gegeben haben sie sich mit dem nicht. Der sieht genauso aus wie Wario, bloß in schlank und in größer und vielleicht noch andere Farben. Oder wie siehst du die Sache? Ja, also ich finde schon, Waluigi gehört schon dazu. Ich finde ihn, wie gesagt, recht lieblos gestaltet. Was ist überhaupt seine Existenzberechtigung? Das habe ich schon mal in meinem Let's Play auch hinterfragt. Ich weiß es nicht. Das habe ich auch schon mal gefragt, wie es denn aussieht damit.
Also, wo taucht der überhaupt das erste Mal auf? Bei Mario Party 3. Ist auch schon Let's Play von. Ja. Das ist zum ersten Mal aufgetaucht. So, erster Satz geht an das Team Wario. So. Ja, was. Also, wie analysierst du das? Wären wir besser gewesen oder wären wir gleich rausgekommen? Sagen wir es mal so, das Schwierigkeitsniveau ist doch recht niedrig. Also ich würde sagen, diese restlichen Spiele gehen auch nochmal locker von der Hand. Ja. Aber wer weiß, ich bin kein Hellseher. Okay, dann kriegen wir mal die nächste Runde, den zweiten Satz. Ja, wieder steht, sammle Münzen, um deine Angriffsstärke zu steigern. Und wieder einmal wird Wario als Versuchskaninchen hingestellt. Ja. Das ist diskriminierend. Erst recht, weil Wario mit einem einzigen Schlag aus dem Spiel rausgenommen worden ist. Wenn du aus dem Spiel rausgenommen wirst, ne, musst du halt an der blauen Seite dich hinstellen. Und wenn du dann jemanden triffst, dessen Energie kriegst du dann wieder dazu. Das heißt also eigentlich nur Leute, die im Feld sind. Ja, schön. Natürlich kannst du auch den Ball fangen. Das heißt, habe ich vergessen zu erwähnen. Zur Rettung kannst du den Ball fangen und deswegen wird dann derjenige nicht draußen sein oder die Schaden erhalten. Gehört da eine gute Reaktionszeit zu oder eher nicht? Also ist das Zeitfenster groß oder klein? Also das ist je nachdem, wie stark und wie der Wurf stattfindet. Die Würfe, die bislang das Team gezeigt hat, waren eigentlich relativ kurz alle da. Also es ist schon schwierig, den zu fangen. So. Waluigi. Hat er überhaupt eine Hintergrundgeschichte? Nee, also mir ist ihn noch nicht bekannt. Vielleicht gibt es wirklich eine, die relativ relevant ist. Derjenige, der sie weiß, schreibt sie mal unten in die Kommentare. Können wir sie in einem späteren Video mal erwähnen. Waluigi ist auch raus. So soll's sein. Den hat's am Rücken. Den hat's am Rücken getroffen. Ja, Mario ist schon wieder der Letzte. War der nicht eben auch schon der Letzte? Ich habe nicht drauf geachtet, wenn ich ehrlich bin. So, wir können natürlich ihn auch Mario scheuchen. Mario kriegt Geld dafür, dass er einen Ball hält. Das ist doch auch mal was. Wir können ihn natürlich auch scheuchen. Aber... Zack. Der hatte Backspin. Jawoll, das war ein schöner Boomerang-Wurf. 2-0 und das war's. Das war Völkerball. Schon? Ja. Da musst du nur zweimal gewinnen. Jawohl. Statt dreimal? Ja, richtig. Best of two, weißt du? Wenn du den dritten Satz, ne, wenn die den dritten Satz gewinnen, hätten sie trotzdem verloren. Boah, okay. Ich dachte, der Zähler geht von links nach rechts und wer als erstes drei voll hat, hat gewonnen. Nee, leider nicht. Obwohl, Gott sei Dank nicht, je nachdem, wie stark man der Gegner ist. Ne? So, ich würde sagen, im nächsten Teil sehen wir dann Volleyball mit Peach. Oder auch nicht mit Peach. Ne? Weiß ich noch nicht. Oder doch mit Peach. Wer weiß. Also wir verabschieden uns für heute. Sehen uns nächstes Mal wieder zu Volleyball bei... Welchem Spiel? Ich habe mir bis eben den Titel nicht gemerkt. Oh Mann. Mario Sports Mix. Na gut. Okay, dann bis nächstes Mal. Adios.